Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Ja, beim letzten Mal haben wir uns den letzten Orden in Kanto geholt. Daraufhin haben wir vom Professor Eich einen Anruf bekommen und er möchte gerne, dass wir mal bei ihm vorbeischauen, denn er hat etwas für uns. Und das machen wir jetzt natürlich erst einmal. Danach habe ich vor, ein paar Legis zu fangen. Also gleich mehr. Oh, da bist du ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Yay, eine verdammte VM, die man nicht gebraucht hätte, aber okay. Dann ist Kraxel enthalten. Wenn du dieser Attacke einem Boomer beibringst, kannst du damit all jene Felswände erklimmen, in die Drittmulden eingekerbt wurden. Damit wirst du bestimmt die eine oder andere unerwartete Entdeckung machen. Nanu, dieser Orden, ist das denn die Möglichkeit? Soll das heißen, du hast dir alle Orden der Arena-Leute von Kanto erkämpft? Als ob es nicht schon genug wäre, dass du der Champ von Johto bist? Ja, ich schlag mit meinem ersten Eindruck. Und dir wirklich Gold richtig? In Ordnung, Sky, ich werde dafür sorgen, dass man dir zum Silberberg gewährt. Der Silberberg ist ein großes Massiv, wo es allerhand wilde Pokémon gibt. Gewöhnliche Trainer dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist, aber bei dir sehe ich da kein Problem, Sky. Schau mal beim Eingangsportal der Pokémon-Liga vorbei. Von dort aus solltest du jetzt zum Silberberg gelangen. Was sind da so gefährlich da? Nur weil die wilden Pokémon da ein kleines bisschen höher gelevelt sind als anderswo. I don't know. Okay, dann gehen wir jetzt. Wir können ja leider. Oder warte mal, können wir da hinfliegen? Wir sind in die Nähe. Moment. Nein, schade. Na gut, dann radeln wir mal ganz flott zum Kraftwerk, wo jetzt eigentlich Zapdos sein müsste. Und das wollen wir uns heute holen. Wer noch Zerschneider auf irgendwem? Haben wir. Okay, dann können wir uns das Item dann mal holen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, ne? Ein Münzamulett. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Hat sich ja mal wieder voll gelohnt. Okay, da oben liegt noch ein Item. Vielleicht ist das ja besser, wer weiß. Wir werden sehen. Reflektor. Immer noch kein Erdbeben. Mann. Weil aktuell habe ich immer noch nicht unbedingt nötig, mir Erdbeben zu holen. Aber okay. Hallo Lampi. Dich habe ich so oder so schon. Wie man an dem kleinen Icon da oben sehen kann. Also für Sikorsky. So, ich war nebenbei nochmal einkaufen ein bisschen. Hab nochmal ein paar Schutz gekauft, noch ein paar Heil-Items, ein paar Bälle. Also sollten wir damit eigentlich ganz gut ausgestattet sein. Und da ist der kleine Piepmatz. Hallo Zapdos. Lass mich hier auch irgendwas zum Schwächen. Stärke. Ein Hammerarm. Ich hoffe, das Ding überlebt es. Denn Zapdos hätte ich schon gerne. Da es ja ein statischer Encounter ist, wie bei Arctos ja auch schon erwähnt, darf ich es ja fangen. Weil vielleicht haben wir Glück und es bleibt einfach in einem Flottball drinnen. Das wäre ja auch ganz nice. Yay, okay. Arctos reloaded, Zapdos gefangen. Wunderbar. Okay, dann hätten wir jetzt noch Suicune. Was wir uns auch noch holen wollen. Und eventuell können wir dann schon mal Richtung Silberberg gehen. Wegen Lavados. Das ist ja im Silberberg drin, ne?
Je nachdem, wie lange jetzt Vikun so dauert. Aber wenn wir da genauso viel Glück haben wie mit Zapdos, dann dürfte das ja kein Problem sein. Wobei, wir können auch in die Azuria-Höhle gehen. Möftu. Wobei, ich weiß nicht, ob ich Möftu holen will. Ah, da oben liegt auch noch ein Item. Das können wir jetzt auch noch schnell holen. Wenn wir hier schon mit Zerschneider sind. Ein Nassbrocken, okay. Haben wir, glaube ich, schon, von daher mir egal. Okay, und das Vikun. Was hast du nochmal so für Attacken? Ja, ich glaube, ich pack mal Lamus nach vorne. Das Vikun. Gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber keine Sorge, das ist schon gut so. Schon seit wir uns in der Turmruine von Dick City zum ersten Mal gesehen haben, wusste ich tief in mir drin, dass Vikun dich auserwählen würde. Da, sieh nur, Vikun wartet auf dich. Es wartet darauf, dass es von einem Trainer ausgefordert wird, der sich mit voller Kraft in den Kampf wirft. Ja. Hat eine coole Musik. Muss man zugeben. Level 40, okay. So, du bleibst jetzt auch einfach drin, habe ich gehört. Yay! Ja, nebenbei, ich hatte die Fangrate minimal, wirklich nur minimal. Ja, verändert. Es ging beim Randomizen. Da konnte man die Stufen, ja, um, keine Ahnung, wie viel Prozent es waren. 15% oder so, 10%, irgendwas in den Dreh. Erhöhen bei jedem Pokémon. Und, ja. Ja, bei Legis ist das halt schon ganz nett. Ich wollte es jetzt nicht zu hoch einstellen, weil wir haben es ja schon gesehen, manche Pokémon waren wirklich so nervig zu fangen. Wenn andere direkt im Ball bleiben, also es ist irgendwie immer seltsam hier. Geil, das war wirklich unglaublich. Jetzt, wo ich diesen Kampf beiwohnen durfte, gibt es echt nichts mehr, worüber ich mich noch beklagen könnte. Lebe wohl, Vikun, und lebe wohl, Sky. Ja, jetzt haben wir 8 Minuten. Das wird der Professor schon wieder. Wow. Das tat Not, ne? So, wobei, warte mal, Mewtwo ist Level 70, ne? Ich glaube, da gehen wir noch nicht hin. Wir können aber schon mal zum Silberberg gehen. Und uns dort ein bisschen umschauen einerseits und auch nach Lavados suchen. Hätte ich ja so gesagt. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Route 28, eine neue Route. Wo ist Route 27 eigentlich? Stimmt, die beiden sieht man da auch drauf. Aber das ist ein Wander-Pokémon, also. Nee, aber das ist eine neue Route. Ach, da unten ist 27. Okay. Nee, dann ist das ja auch eine neue Route. Dann können wir auch hier noch etwas fangen. War ich schon Dodu? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Egal. Wir haben so viele Pokémon mittlerweile gefangen, kommen. Wenn wir schon Dodo haben, ich meine, ich habe auch zweimal einen Lamus jetzt, also. Who cares?
Ich bezweifle ehrlich gesagt sowieso noch, dass wir überhaupt irgendwas Neues großartig noch bekommen. Von daher, ja. Also irgendwas Gutes Neues bekommen, bezweifle ich ehrlich gesagt. Von daher. Who cares? Ich bin mit den Pokémon, die wir aktuell so haben, eh zufrieden. Entsprechend kann ich durchaus damit leben. Okay, hier kommen wir zum Silberberg. Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Rena dürfen wir ja eigentlich nicht hier begegnen, ne? Aber da wohnt jemand. Interessant. Ja, wie komme ich denn da hin? Zu diesem Item da. Der Silberberg ist so krass, aber es lebt jemand hier. Komme ich da oben hin? Von hier aus schon mal nicht. Vielleicht vom Silberberg selber? Dass ich da irgendwie noch nach rechts laufen kann? Ja, da... Ja, sogar Pokémon Center, okay. Aber es gibt keine Trainer hier, ne? Warum ist denn ein Pokémon Center hier? Wir müssen sehr viel Besuch haben. Ganz bestimmt. Also hier muss wirklich Lichtschild. Haben wir nicht eben noch Reflektor bekommen? Und ein Schutzband. Dass hier ein verstecktes Item liegt, war ja irgendwie offensichtlich. Aber wer lebt denn hier so? Hallo. Oh, nun ist es also endlich passiert. Ja, ihr habt mich gefunden. Ich war es müde, in meinem Rampenlicht zu stehen. Ich hatte mich eigentlich hier in die Stille zurückgezogen, weil ich die Blicke der Leute nicht mehr ertragen konnte. Was? Du kommst hier vom Fernsehen? Heißt das, du bist nicht bist einer meiner Fans? Ach, na dann, das hättest du mir ruhig gleich sagen können. Ich weiß nicht mal, wer du bist, aber egal. Aber dass ich mich hier aufhalte, bleibt unser Geheimnis, ja? Dafür kannst du auch hier das haben. Stahlflügel? Ja. Das Kleid, das ich bei meinem TV-Debüt anhatte, wurde in Anlehnung an diese Attacke entworfen. Ach ja, das Leben eines legendären Popsternchen ist schon schwer. So viele Jahre nach meinem Abdanken laufen mir die Leute immer noch nach. Tja. Tja, tja, tja. Damit muss man eben auch leben können, ne? So, gibt's hier überhaupt Leute? Nö. Dieses Pokémon Center ist sehr stark besucht, wie man sieht. Ja, hier brauchen wir jetzt Surfer, Kaskade und, Wachsler. Okay, dann bringe ich meinem Lamus wohl erstmal Kaskade bei. Die ganzen VMs, die brauchen wir dann auch alle, wenn wir zu Rot. Du kannst kein Kaskade lernen. Ist ja toll. Wem bringe ich Kraxler jetzt bei? Die ganzen VMs brauchen wir dann auch noch, ne? Bihornio, was kannst du denn so vertacken nochmal? Ansonsten kriegst du Panferno. Nee. Du kriegst es nicht, dann kriegst du halt Panferno, wenn es sein muss. Man ist ja an sich eine starke Attacke. Hat zwar keine gute Genauigkeit, was ein bisschen scheiße ist, aber na gut. Muss man eben mit leben. Dann kraxeln wir mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, mussten wir die Kaskadestelle da entlang für Lavados oder ist das ein anderer Weg? Silberberg Höhle.
Das sind zwei Gebiete. Silberberg und Silberberghöhle, okay. Oh. Avoluminas. Habe ich Schutz nicht mehr aktiv gehabt? Anscheinend ja nicht. Das haben wir aber auf jeden Fall noch nicht, also wird's gefangen. Yay! Ist zwar jetzt auch kein Pokémon, das ich unbedingt mitnehmen müsste, weil, ja, ist zwar ein okayes Pokémon, aber muss jetzt nicht sein. Aber man kann mitleben. Würde ich mal so behaupten. Ja, und Schutz ist ausgelaufen, ohne dass ich es gemerkt habe. Sehr gut. Gedankengut, okay. Doppelgut also. Ja, ich weiß halt wirklich nicht mehr, wo Lavados war. Hier sind zwei Höhleneingänge. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier gerade langlaufen. Ob wir hier richtig oder falsch sind. Ein Licht zeigt es uns nicht an, also keine Ahnung. Nee. Sternstaub, okay. Ist dieser Raum jetzt nur für Items? Oder geht es ja irgendwo... Nee, da oben geht es noch weiter. Gott, wie ich solche Räume hier liebe. Ich hätte mir einen VN-Sklaven mitnehmen sollen, ne? Ein Kopffossil. Dadurch, dass ich ja eh nur nach Lavados suche und nicht nach Rot. Ist halt noch was anderes hier, ne? Weil gegen Rot haben wir auf diesem Level zumindest absolut keine Chance. Der ist Level 88 mit seinem Pikachu, also die anderen sind auch alles um die 80 herum. Ein Nugget, hey, wieder Geld. Entsprechend muss das jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich hätte wirklich nur die Kaskadestelle da langlaufen müssen, oder? Wenn ich zu Rot will, nicht zu Rot will, sondern zu Lavados. Irgendwie habe ich den Eindruck, dem ist so. Weil wir laufen, glaube ich, gerade sogar Richtung Rot, also. Gott. Na gut, okay, aber dadurch, dass wir jetzt eben schon ein bisschen was von der Höhle... Okay, da ist nur ein Item. Von der Höhle sehen und dem erkunden. Können wir uns ein bisschen Zeit dann sparen, wenn wir eben dann am Ende wirklich zu Rot wollen. Sofern wir dorthin kommen natürlich. Weil, ja, theoretisch ist er aktuell... Ja gut, man kann sagen, was man will. Ne? Entweder der Level Cap ist Rot oder Siegfried. Für das Rematch, was ich ja machen will. Und ich glaube sogar, wir werden dort sehr bald hinkommen. Weil wir könnten jetzt theoretisch noch Lugia holen. Mewtwo werde ich wahrscheinlich sowieso erst später machen. Ich denke mal sogar erst nach dem Rematch gegen der von der Pokémon-Liga. Weil das ist sowieso kein Pokémon, das ich mitnehmen will. Okay, wir sind schon bei Rot. Nee. Das, lassen wir mal lieber. Hey, ein Paraheiler. Okay, ich glaube, dann nutze ich mal ganz kurz ein Fluchtseil. Hol mir ein Pokémon, das Kaskade lernen kann.
fange hier im Silberberg noch ein Pokémon, weil das da oben war ja die Höhle. Und dann... ja. Gucken wir mal, ob wir Lavados noch finden. Gucken uns mal unser neuen Pokémon noch an. So, Spezialangriff minus Spezialverteidigung kann man, denke ich mal, irgendwie noch mit leben. Das ist ein Scheißwesen. Das ist okay. Das ist okay. Wo ist Zapdos? Auf Box 1? Ne, da. Auch hitzig. Ja, kann ich aber nur eher mitleben. Das ist auf jeden Fall ein Pokémon, das würde ich wahrscheinlich sogar ins Team nehmen. Wer wird denn Kaskade lernen können? Kannst du Kaskade lernen, Schmerbe? Wen packe ich mal raus? Gerade wohl kurz. Kassano wäre vielleicht sogar besser, aber ja, es hat halt leider Dingens hier. Nee, Kraxler brauche ich gerade nicht. Aber ja, es hat Kraxler. Deshalb brauche ich es ja eigentlich noch. Okay, Schmerbe kann Kaskade lernen. Das ist gut. Dann kommst du eben mal kurz mit, Schmerbe. Und dann gucken wir uns die Kaskade-Stelle da kurz mal an. Irgendwie blöd. Warum kann Lamus kein Kaskade lernen? Warum nicht Lamus? Und bevor es ja nochmal diese komische Animation da kommt. Ja, Bruder Lana, komm du mal nach vorne. Tu mir mal Lamus von der Spitze weg. Kaskaden uns mal hier hinauf. Okay, da links ist... also hier ist eine Höhle und da links geht es noch weiter. Okay, hier ist noch ein Topschutz. Wäre wahrscheinlich normalerweise ein voll broken geiles Item drin. Aber bei uns leider gerade nicht. Ich muss wirklich sagen, ich habe den Silberberg kaum noch im Kopf. Vom Verlauf und all, wie der war. Also ich würde hier wahrscheinlich auch wieder ein paar Items liegen lassen, aber was soll's. Genauso wie ich halt nicht genau weiß, wo Lavados war. Ich tippe mal hier. Weil der Weg dorthin ist so steinig und schwer. Also gehe ich davon aus, dass es hier ist. Muss hier auch noch mal ein bisschen versteckt sein, ne? Ist ja nicht so, dass man erstmal alle 16 Orden haben muss. Also auch die Encanto, die 8. Um überhaupt hier hinzukommen. Und dann noch so eine Müll-VM wie Klax da eben haben. Okay, da unten ist es. Genau was? Nö, okay. Nur der feurige Piepmatz. Hallo Lavados. Mit der Standardmusik. Warum haben die keine eigene Theme bekommen? Wäre doch viel cooler. So, ich habe gehört, du bleibst jetzt auch einfach drin. Verdammt. Ich habe meinen Plan zunichte gemacht. Au. Überlebst du einen Drachenpuls? Wenn nicht, dann egal. Ich muss sagen, Lavados ist jetzt so das Pokémon von denen, die ich am wenigsten haben müsste.
Überlebt aber, okay, kann ich mit leben. Ist in Ordnung. Alter, hör auf zu critten. Das Ding macht gerade ganz schön viel Schaden. Das ist nie so gut. Und weiter schwächen werde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr können. Okay, er misst. Das ist gut. Wir sind gerade in der Höhle und es ist gerade nach 20 Uhr. Also Finsterball. Würde es zu deiner Gala-Form auch gut passen, ne? Okay, da bleibt es jetzt drin. Wunderbar. Wir haben ein Labrador. Und damit haben wir, denke ich mal, ja, den Part gut genug gefüllt. Haben gut Progress gemacht. Und ja, wir können uns noch das Pokémon für den Silberback selber fangen. Da steht ja jetzt auch noch offen. Haben ja noch nicht. Das war ja die Silberberghöhle, ne? Und hier haben wir den Silberberg. Und daher tun wir jetzt hier auch noch ganz schnell nach einem Pokémon. Ich gehe mal kurz auf Fahrrad, weil Schutz wirkt noch. So, jetzt wirkt es nicht mehr und direkt ein Encounter und zwar ein. Ich habe ich auf jeden Fall schon. Schneck Makabe schon. Also, tschüss, Makago. Komm schon, nochmal was Gutes. Das ist okay. Ein Magma kann ich durchaus mit leben. Ich glaube, ich habe sogar ein Magmaisierer. Also dürften wir uns auch ein Magbrand holen können. Was doch mal ganz nice ist. Ist eine schöne Alternative für Panferno. Kann sehr viele Attacken lernen. Also das nehme ich gerne mit. In der Tat. Okay. Dann und liegt auch noch ein Item. Komme ich denn dahin? Ist hier offen? Okay, ich setze erstmal einen Schutz ein. Kein Bock auf wilde Pokémon. Das Item holen wir uns jetzt noch ganz kurz. Das muss sein. Könnte ja was Gutes sein. Ein Grünstück. Okay. Ist jetzt nicht so gut. Gut, dann machen wir hier mal Schluss. Das war's mit Pokémon Heart Gold Randomizer in das Vlog für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Ja, wir werden uns wahrscheinlich um Lugia kümmern, würde ich mal behaupten. Und mir fällt noch irgendwas anderes ein. Mal gucken. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.